Ja, hallo, mein Name ist Keshav. Ich bin Christian. Und wir sind von Tim & Tiger. Dankeschön. Okay, die Festivalsaison neigt sich ja jetzt langsam dem Ende. Ihr habt ja bestimmt mehrere Festivals gespielt. Was war denn euer Highlight? Unser Highlight war auf jeden Fall das Hurricane, würde ich sagen. Ja. Wir haben im Hurricane gespielt im Zelt. Und es war proppevoll, also ist keiner mehr reingekommen und alle Leute sind abgegangen. Es war auf jeden Fall ein geiles Festival. Und spielt ihr generell lieber auf großen Bühnen oder bevorzugt ihr die kleineren Konzerte, die ein bisschen privater sind? Natürlich beides Vor- und Nachteile, ganz klar. In so einem kleinen Club ist natürlich ein bisschen andere, hitzigere, lautere Atmosphäre. In so einem Stadion oder auf so einem Festival natürlich mehr Leute. Von daher hat beides was. Also ich finde beides irgendwie für sich genommen gut. Wart ihr auch schon mit größeren Bands auf Tour? Ja, ich denke schon. Also wir haben mal eine Europatour gemacht mit Graham Coxon von Blur. Mhm. Das war schon ganz cool. Und ansonsten haben wir letztens halt mit Dune gespielt aus Dänemark. Das war auch eine super Tour, irgendwie 26 Konzerte. Ja. Wenn ihr euch eine Band wünschen könntet, mit der ihr mal auf Tour gehen dürftet, welche wäre das? Also wir haben gestern die Hives gesehen. Und die waren schon ziemlich gut. Also ich glaube, das würde irgendwie Spaß machen mit denen. Die sind sehr nett auch. Cool. Und wir sind jetzt von Campus TV. Hat einer von euch studiert oder studiert ihr noch? Oh nee. Leben studiert. Ja, wir studieren ja, Musik, ohne bei der Uni zu sein. Also. Hattet ihr dann irgendeinen speziellen Berufswunsch früher? Also ich habe auch studiert ein paar Semester und dann fing es mit der Musik an und dann kamen die ersten Millionen rein und habe ich gesagt, okay, dann brauche ich auch nicht mehr studieren. Ja, ist das Musikerleben dann so geworden, wie ihr euch das vorgestellt habt oder ist das komplett anders? Das ist schon anders, es ist vor allem absolut unlukrativ. Also man verdient eigentlich kein Geld damit im Moment in dem Status, in dem wir uns bewegen. Es ist eigentlich eher was man aus einer persönlichen Leidenschaft rausmacht. Und ihr seid ja auch in Japan erfolgreich. Wie kam es denn dazu, dass ihr da Singles veröffentlicht habt? Das war damals, das war ja 2005 schon mit unserem ersten Album. Und die Nachfrage war irgendwie da. Also übers Internet wahrscheinlich haben die Leute davon mitbekommen und haben so viele Leute in den Plattenläden nach unserer CD gefragt, dass dann ein Label da quasi uns lizenziert hat. Und ich habe halt diverse Interviews geführt übers Telefon. Und dann haben wir auch Fotos bekommen von diesen riesen Plattenläden, wo so Pappaufsteller waren von uns, auf einmal irgendwie neben Lily Allen, Franz Ferdinand und so, das war schon irgendwie witzig. Das heißt, ihr spielt auch Konzerte in Japan? Ja, das Problem war, dass unser Plattenlabel damals leider insolvent gegangen ist und dann nicht das nötige Kleingeld hatte, um uns rüberzuschicken, weil es ja schon recht kostenintensiv ist, irgendwie 5, 6, 7 Leute nach Japan fliegen zu lassen. Und deswegen konnten wir leider nicht da spielen, sonst wäre es vielleicht noch ein bisschen populärer geworden. Hoffentlich klappt es nächstes Jahr. Ja. Und haltet ihr Kontakt mit den Fans über Plattformen wie zum Beispiel Facebook oder MySpace? Ja, schon. Also das macht unser Keyboarder viel. Der Evgeni, genau, der spielt Keyboard und kümmert sich gerne um diese Plattformen. Also wir haben auch einen eigenen Blog, zumetiger.com, da sind ganz viele Videos von uns, wie wir im Studio auch Sachen einspielen, einsingen, wie wir auf Tour sind, Backstage-Aufnahmen und sowas. Also wer mal Lust hat, so ein bisschen das Rock'n'Roll-Leben zu schnuppern, der kann da gerne mal vorbeigucken. Da gibt es wirklich hunderte von Videos, die wir gemacht haben. Und es heißt ja auch, dass ihr sehr international seid. Legt ihr da viel Wert drauf? Weil zum Beispiel, ich habe euch beim Southside gesehen und alle eure Ansagen waren auf Englisch und ich bin im ersten Moment davon ausgegangen, ihr werdet eine englische Band. Und als ich dann später mal nachgeguckt habe, war ich ziemlich überrascht. Also, was heißt, ja, wir legen schon, also es ist ja schon ein Teil von uns. Also Evgeni kommt aus Russland und ich ursprünglich aus Indien. Und für mich ist halt Englisch so die erste Sprache. Ich meine, ich spreche mit meinen Eltern Englisch und für mich kommt das einfach natürlicher. Ja, hat er alles gesagt. Und habt ihr vor euren Auftritten ein Ritual, das ihr jedes Mal macht? Ja, aufwärmen, ne? Jeden Muskel. Ich tanze mal vor und die anderen müssen nachtanzen. Es gibt ja, da. Genau. Und das hilft? So Buchstaben tanzen kann man jetzt vielleicht. Buchstaben tanzen, Chicken Dance, so Sachen. Das macht ihr dann auch auf der Bühne? Nee, das machen wir noch hinter der Bühne. Das ist ja nur für uns zum Aufwärmen. Ja, aber auf der Bühne macht ihr es auch. Ja. Wie seid ihr darauf gekommen, bei eurem einen Lied, ich kann es jetzt gerade nicht aussprechen, die Schilder hochzuhalten? Ina Minadika. Genau. Ja, es bietet sich ja an. Das ist so ein kleines Sing-Along-Lied, sag ich mal so, wo dann gewisse Phrasen in die Menge geworfen werden und dann so ein Frage- und Antwortspiel gestartet wird. Das ist so ein bisschen choral und macht halt echt ganz viel Spaß. Darf ich danach auch ein Schild halten?
Ja, wenn du es rechtzeitig auf die Bühne schaffst, es gibt immer 5 Auserwählte, die Schilder halten müssen und die Plätze sind natürlich immer sehr begehrt. Also wenn du ganz vorne stehst, dann hast du gute Chancen. Okay, ja, wie geht ihr denn mit Kritik um? Also wenn jemand eure Musik kritisiert, lasst ihr das an euch ran oder ist euch das egal? Also mir ist es im Prinzip egal, weil Musik ist halt, es gibt halt so viel verschiedene Musik und nicht jeder mag alle Musikrichtungen. Von daher geht mir das nicht so nah, solange ich die Musik gut finde, die ich mache oder die wir machen, ist es eigentlich alles easy. Und wie seid ihr auf euren Namen gekommen? Timme Tiger, das ist, Michele, ne? Ja, das ist der Spitzname von unserem Manager, Michele Mikalko. Das ist ja mein Cousin dritten Grades aus Indien. Und der hatte früher den Namen Timme Tiger. Also es war, weil er so ein bisschen beides war, also schüchtern, zurückhaltend, aber auch total offensiv. Also beides in einer Person. Ja. Und irgendwie passte das zu uns, zu unserer Musik und dachten wir, nennen wir die Band so. Hat er sich dann gefreut, als ihr den Namen genommen habt? Absolut. Er hat es uns ja quasi aufgedrückt so ein bisschen. Aber ja, er hat sich auch gefreut. Und wart ihr schon mal selber auf einem Festival als Besucher? Ja, sicher. In frühen Jahren, in der Jugend, haben wir auch viele Festivals besucht. Keine Ahnung, auf dem Hurricane war ich mal damals, das weiß ich noch, auf kleineren Festivals. Ich komme ursprünglich aus Osnabrück, da gibt es halt so ein paar kleinere Festivals. Stemwede, Open Air zum Beispiel oder andere Sachen. Ich war viel mit meinem Vater unterwegs, der ist halt auch Musiker, macht eher so Jazz, Weltmusik und ich war halt als Kind immer mit dabei auf Tour, auf so Hippie-Festivals und so im Backstage geschlafen. Habt ihr denn über irgendwelche Überlebenstipps, wenn das Wetter so ist wie dieses Jahr, dass alles voller Schlamm ist? Ja, am besten warm anziehen, Stiefel mitbringen, ist immer wichtig, ne? Gutes Zelt haben. Ja, ein gutes Zelt, ja, auf jeden Fall. Und ansonsten halt Rock'n'Rolli, ne? Ja. Mal durchziehen, was wir machen. Ja, was wir machen. Woodstock war auch nicht besseres Wetter, und naja, gehört es ja dazu zum Fest. Also zum richtigen Festival gehört auch Schlamm und Regen dazu, finde ich. Zumindest einen Tag. Und wart ihr heute auch schon auf dem Gelände unterwegs und habt euch Bands angeschaut? Ja, wir sind gerade erst gekommen, vor einer Stunde. Deswegen hatten wir leider noch keine Zeit, so richtig was anzugucken. Aber es wird natürlich nachgeholt. Ja, ich habe noch gar keinen Überblick. Irgendwie, wir sind halt... Wir wurden jetzt nur durch die Gegend gefahren und irgendwie, wir spielen ja im Steinbruch. Das ist irgendwie ganz woanders, weiß nicht, ob da oder da. Auf jeden Fall habe ich noch überhaupt keinen Überblick über das Gelände. Ich werde gleich mal so ein bisschen rumgehen und es angucken. Ist euch schon irgendwas aufgefallen, was im Taubertal anders ist als bei anderen Festivals? Anders, ja. Also die ganze Lage ist natürlich relativ idyllisch. Also mitten hier in diesem Tal, mit ganzen grünen Bäumen ringsherum. Und dann auch, wir spielen ja wie gesagt in diesem Steinbruch. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes, auch von der... Von der ganzen Vegetation her, sag ich mal so, ist schon was Besonderes. Eine schöne Location. Okay, gut. Ja, gerade? Gutes Zeichen auf jeden Fall, Nico. Ja, gut. Dann habe ich auch keine Fragen mehr. Okay. Alles klar. Dann werde ich mich nachher in die erste Reihe vorkämpfen. Ganz laut winken. Ja, ganz laut winken. Halt auch schon.